is unavoidable. We will witness the destruction of the Alliance and the end of this insignificant rebellion. Soldiers of the Rebel Alliance, this is our most desperate hour. You are our only hope. Focus your attack on the walker. Don't get in my way. Shield up! That won't happen again. Come on! Move on, move on! Prevent the walkers from reaching the space! Your victory will be short-lived. My turn. All wings, blast them into submission. May the Force be with us. Your pathetic rebellion ends here. Und somit herzlich willkommen, Freunde, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, zu Let's Play Star Wars Battlefront. Ihr müsst den Ton echt leise machen, ey. Ich muss gucken, dass ich irgendwann mein anderes, sehr teures Headset anständig eingerichtet bekomme. Bei dem ich meist ein bisschen zu laut, leise bin, und sobald es dann lauter wird, meistens dann auch schon viel zu sehr rausche. Ja, willkommen zu Star Wars Battlefront, zu einem Angezockt, in dem ich mit euch und in dem ich euch allgemein einfach mal alle Spielmodis zeige, die dieses Spiel zu bieten hat. Und was ich jetzt erst festgestellt habe, leider jetzt erst, wenn ich es früher gewusst hätte, wäre es umso besser gewesen. Ich kann die Sprache umstellen. Ich dachte, wenn ich es auf Englisch stellen will, muss ich erstmal, wie man es teilweise bei Steam bei so manchen Spielen kennt, das komplette Spiel nochmal downloaden. Und das sind knapp 30 GB. Und ich habe nicht gerade das beste Internet. Ja, ich habe es jetzt auf Englisch gestellt. Ich lasse es jetzt für euch trotzdem mal auf Deutsch. Aber ich werde es dann privat auf Englisch nochmal weiterspielen an sich. Ja, willkommen zu Star Wars Battlefront. Einem Spiel, das mir sehr gut gefällt. Ich habe jetzt ungefähr schon 9 Stunden Spielzeit, ungefähr 5 Stunden oder so im Multiplayer verbracht. Ihr seht, meine KD ist jetzt nicht wirklich gut. Ja, 4,5 Stunden im Multiplayer verbracht. Die anderen 4,5 Stunden im Solo-Player, kann man eigentlich sagen. Und, ja, das Spiel hat einen ungefähren Solo-Player. Den schauen wir uns auch zuerst an, und zwar unter den Missionen.
Wir haben einmal das Training, wir haben Schlachten gegen die KI oder halt gegen Freunde und wir haben den Überlebensmodus, den Minecraft und ich ja auch schon in der Beta gespielt hatten, zumindest auf Tatooine. Und wir werden später auch nochmal in den Überlebensmodus reinschauen, aber das erste, was ich euch gerade erstmal zeigen möchte, ist eine Mission im Training. Und zwar ist es die Invasion. Denn als ich die Invasion das erste Mal gespielt hatte, hatte ich das Gefühl, oder was heißt, ich hatte das Gefühl, ich fühlte mich zurückerinnert an eines der großartigsten Star Wars Spiele, die ich jemals gespielt habe, und zwar Shadows of the Empire. Jeder, der Shadows of the Empire gespielt hat, der wird mir, denke ich, ohne großes weiteres Glaber und so weiter und so fort bestätigen, dass die allererste Mission auf Hoth die wohl geilste Mission im ganzen Spiel ist. Und wieso mich diese Trainingsmission namens Invasion so sehr an die erste Mission von Hoth erinnert hat bei Shadows of the Empire, zeige ich euch jetzt direkt. Ich habe hier auch direkt alle drei möglichen Sterne gekriegt, die man bekommen kann. Das ist aber nichts Besonderes, man bekommt halt nur eine Belohnung von Credits. Mit den Credits kann man sich ein paar Sachen kaufen und freischalten, das zeige ich euch nachher noch alles, keine Sorge. Aber erstmal zeige ich euch die Invasion, den Spielmodus. Ich spiele auf der mittleren Grafikeinstellung, ich könnte es auch auf Hoch und sogar auf Ultra spielen. Das ist alles kein Problem, nur läuft dann der Rechner auf 60 Grad Celsius. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gesund ist mit den ganzen Sachen, die ich da drin habe, im Rechner drin eingebaut habe. Weil manche verkraften ja bis zu 70 Grad, bei manchen ist es schon ab 60 Grad kritisch und so. Ich muss mich da mal irgendwann schlau machen, ich habe einfach nie wirklich Bock dazu. Deshalb erstmal auf Medium, und es sieht auf Medium schon verdammt gut aus. So, und hier sind wir nun und können hier so rumfliegen, wie wir wollen und so weiter und so fort. Und unsere Mission ist es erstmal, die AT-STs kaputt zu schießen. Wir können auch in die First Person wechseln, was sehr geil aussieht. Und das erinnert schon so ein bisschen, muss ich meiner Meinung nach zumindest schon mal so sagen und behaupten, aus wie bei Shadows of the Empire. Gute Arbeit bei der Zerstörung dieses AT-STs. Und ich liebe diese Mission einfach. Auch wenn sie so simpel ist wie nichts anderes. Aber ich fühle mich in dieser Mission halt einfach so zurückerinnert an Shadows of the Empire. Als ich die Mission das erste Mal gespielt habe, ich wurde sofort nostalgisch. Das müssten alle gewesen sein, oder? Nee, da haben wir noch einen. Langsamer! Das war knapp. Er ist der Transporter gestartet. Yay! Und jetzt haben wir sogar einen AT-AT dabei. AT-STs, glaube ich, sind noch nicht dabei. Wie gesagt, das ist halt alles erstmal nur sowas wie ein Tutorial. Und da müssen wir jetzt einfach mit der Maus entweder halt hoch oder runter fahren, um das Ganze so zu halten. Vorsichtig. Oh Gott! So.
was mit dem AT-AT. Jetzt sind wieder welche dazugekommen. Wir können auch drauf schießen, aber das, Alter! Nice shot! Gut getroffen. Respekt dafür. Machen wir das Ganze mal in Third Person. Damit man einfach alles mal gesehen hat. So. Aber bevorzugen tue ich es im Grunde, zumindest bei den Snowspeedern, in dieser Perspektive. Ich will es einfach mal so spielkillend sein und gucken, ob ich... Oh, das war schmerzhaft, aber es hat funktioniert. Oh, Alter! Da knallt der Snowspeeder von alleine gegen die Beine vom AT-AT. Ich hatte damit gerade nichts zu tun. So. Der letzte Läufer ist zerstört. Zweiter Transporter gestartet. Yay! Transportschiff hat feindlichen Sperrgürtel passiert. Jetzt sind AT-STs dabei. Das ist quasi die letzte Stufe in Shadows of the Empire auf der Host-Mission gewesen. Da war ja dann alles dabei. Mit dem Unterschied, dass halt hier keine Suchtruiden mit dabei sind. Das war knapp, dass wir die noch erwischt haben. Ich will erstmal die AT-STs kalt machen, denn die können einem ziemlich auf die Nerven gehen. Wenn man die... Schneespeeder, wollte ich schon sagen, die AT-ATs vom Himmel. Meine Mann! Vom Boden holen will. Was zum Teufel ist denn hier los? Bisher bin ich eigentlich immer nur so circa einmal gestorben. Dass ich jetzt zweimal verreckt bin, das ist unglücklicher Zufall. Oder einfach der Vorführeffekt. Und den ersten AT-AT da umbringen. Eine neue Bestzeit wird's nicht. Wäre es aber geworden, wenn ich nicht rumgespielt hätte. Ja, bin doch schon auf dem Weg. Keine Panik. Wir werden jetzt eine nach dem anderen runtergeholt. Runtergeholt. Er hat runtergeholt gesagt. Oh Gott! Dass das noch geklappt hat, das ist aber Glück. Und den letzten. Dann zeige ich euch noch eine Trainingsmission, die ich auch sehr gerne gespielt habe. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Zack. Da shit. Ich habe noch nicht mal die Kontrolle über meinen Kleider zurückgehabt. Beschissen war das denn jetzt? Boom. Yo, so viel schon mal dazu. Zu dieser Mission auf Hoth. Ich denke, die Parallelen waren deutlich sichtbar zu Shadows of the Empire. Nur, dass es halt leider nicht so lange geht.
wie die Mission in Shadows of the Empire. Jetzt zeige ich euch noch eine Mission, und zwar Jagd auf Endor. Vor allem in der First-Person-Perspektive. Macht die extrem viel Spaß, muss ich sagen. Und Endor allgemein sieht in diesem Spiel unfassbar gut aus. Es ist meiner Meinung nach bisher der geilste Wald in einem Videospiel, den ich jemals gesehen habe. Der sieht einfach so unfassbar gut aus. Also, ich weiß nicht. Geiler kann man keinen Wald mehr darstellen, finde ich. Sind die Speeder schon bereit? Wir haben sie. Gut, Patrouille fortsetzen. Ja, Sir. So. Das hier, finde ich, sieht ja schon ganz gut aus, ja? Aber in First Person, finde ich das so unfassbar geil. Miau. Ich finde, das sieht so gut und geil aus in First Person. Da muss ich das halt einfach auch so spielen. Oh, oh! Sowas kann natürlich auch passieren. Aber, so viel kann ich schon mal verraten, ich bin noch nicht ein einziges Mal bisher gegen einen Baum gecrashed. Enge Schluchten voraus. Die Steuerung fällt sich manchmal ein bisschen komisch, dass man dann zur Seite weggedrückt wird durch eine unsichtbare Macht. Aber das ist halb so wild. Man nimmt es halt eben einfach hin. Bisschen Speed geben, um bei den anderen hier aufschließen zu können. Ein weiterer Spätraum ist zur Unterstützung unterwegs zu eurer Position. So. Den nächsten. Komm schon. Zentrale an Patrouille, falls Sie das hören. Feindlicher Exfiltrationspunkt wurde neutralisiert. Setzen Sie die verbliebenen Rebellen weiter unter Druck. Oh Gott! Okay, das war jetzt mein allererster Baum, gegen den ich jemals gecrashed bin. Direkt mal Vollspeed gehen hier. Keine Zeit zu verlieren. Die dürfen nicht entkommen. Um da jetzt einfach mal wieder eine Shadow of the Empire-Referenz darzustellen. Es gibt diese eine Mission auf Tatooine, auf der man ja auf einem Gleiter ist und zu Luke muss. Nur ist sie halt nicht ganz so actionreich, finde ich, wie hier. Wobei allerdings die Mission bei Shadows of the Empire mit den Kleidern auf Tatooine deutlich furioser ist. Also die geht deutlich mehr zur Sache teilweise von der Geschwindigkeit her. Aber das hier ist echt extrem gut. Habe ich noch einen Rekord geschafft? Nee, ne? Keine Ahnung. Gut, das war's mit den Trainingsmissionen. Mehr zeige ich davon jetzt nicht. Denn ich könnte jetzt eigentlich noch hingehen und könnte euch die Bettlerschlucht zeigen, den Luftkampf. Aber den werden wir später so oder so noch sehen.